unter der Plattform. So. Ein Dick hoch, drei Dicks wieder runter. Ja, aber echt, ey. Wir gehen mal da gucken. Maschinendeck unter der Plattform. Ja, nee, ist klar. Aha. Hat mir jetzt gar nichts gebracht. Okay. So. Ich bin durchs Kabel gelaufen. Ich bin ein Geist. Scheißwege, wer baut sowas? Aber echt, ey. Okay. Ja, gerade in so einer Notsituation. Da musst du ordentliche Wege geben. Okay. Das war wohl ein ordentlicher Weg. Aber der Kantenmaler war ja da. Wissen wir wohin. Heul doch nicht rum, Digga. Das sieht geil aus, ne? Richtig schön. Okay. Da gehen wir nicht lang. Ich glaube, die Wege sind aus Pappe. Die lösen sich bei Salzwasser auf. Ja. Oh, was haben wir denn hier? Da tut sich was. It's a kind of magic. Interessiert mich schon, was das ist, ne? Was haben wir denn da entdeckt? Guck mal, Farben, Bilder, Emotionen. Ah, entriegelt. Oh, ja, natürlich. Jesus. Die falsche Substanz in meinem Gebäude. Oh ja. Ja. Ach so. Bin genau das da. Stell dir nicht so an. Als ob er noch nie auf dem Abenteuerspielplatz gewesen wäre. Aber nichts wie weg hier. Das könnte interessant werden da. Ich meine, dass es Horror ist, wissen wir ja. Aber welche Art Horror? Scheint sich hier gerade heraus zu kristallisieren. Alter, muss ich an die Leiter springen? Ich muss hier raus. Wir hüpfen. Oh. Fuck, fuck, fuck! Oh, ich muss auch noch greifen. Bam. Cool. Wenn du später fliehen, rennen musst, viel Spaß. Ja, ja, ja. Genau. Das gibt was, Alter. Gehüpft? Ah, easy. Da denke ich doch im Leben nicht dran. Was? Alter! Gib mir doch ein bisschen Zeit. Spaß hat er immer mit seinen Reflexen. Das ist allerdings wahr. Ich brauche immer 10 Anläufe oder so. So. Und jetzt gib ihm. Gehüpft. So. Hoch mit dich.
Christ! Fokus. Du brauchst mehr Fokus, alter Mann. Ja, es war. Wie oft erzähle ich das den Jüngeren, dass das alles so ab 35 ein bisschen nachlässt mit den Reflexen. Das ist, glaube ich, so das Alter, wo man vom Padawan zum Jedi-Meister wird. Und einfach nur noch irgendwo erscheint und ein paar Sprüche ablässt und sich dann wieder verpisst. Nichts mehr mit Kämpfe und so. So keine Jedi-Reflexe mehr. Die sind irgendwie weg. Die sind irgendwie weg. Ah ja. So. Nichts mehr Jedi, nur noch Stockente. Jawohl. Wobei selbst Enten haben bessere Reflexe als ich. Sagt mir Bescheid, wenn es zu dunkel wird, ja? C-Säule. Ja komm, dann mache ich jetzt nicht jedes Mal einen Split in der Aufnahme. Naja, aber... Oh, fuckala. Man sieht ja gar nichts. Was? Umschauen? Wo ist das? Ah. Wir sind über dem Ding. Da können wir runter. Kannst du dir vorstellen, wie bei einer Ziege, bei Gefahr? Oder wenn es sich erschreckt, fällt er einfach um. Ja, genau. Ganz steife Gliedmaßen und lass mich einfach umfallen. Totstellen. Ah, geht's gar nicht weiter. Grenzwertig, ne, die Helligkeit. Gut, ich meine, so ein bisschen ist das ja sicherlich auch gewollt. Aber bevor ihr gar nichts mehr seht, ne, sagt mir Bescheid, dann mach ich's wieder heller. Jesus Christ. Alter, sind wir hier in einem Actionfilm oder in einem Horrorspiel? Kommt so vor wie Bruce Willis bei Armageddon auf der Bohrinsel. Also ich glaube, nach Loot und so weiter brauche ich gar nicht gucken. Da werden wir schon Hinweise kriegen, wenn wir irgendwas aufnehmen müssen, dürfen, sollen, können. Finally, something useful. Ja. Sehr geil. Oh ne, müssen wir da Batterien suchen. Da. Naja. Vielleicht findest du hier auch einen Plasma-Cutter. Oh ja. Oh hier. F für Flashlight. Oh ja. Beautiful. Aber ich sehe keine Batterieanzeige. Das ist noch besser. Aber wahrscheinlich fängt sie dann einfach irgendwann an zu flackern. Gleich kommen lauter grüne Laser und du hast die Expendables um dich rum. Die hatten doch auch mal eine Bohrinsel, oder nicht? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe auch nur, ich glaube, 1 und 2 gesehen. Also 1 auf jeden Fall, bei 2 bin ich mir schon gar nicht sicher. Aber ich meine doch, ja. Okay, komische Geräusche. Es geht los. Digga, nimm dir mal irgendwie ein Brecheisen oder so. Frachttankschiff war der letzte, oder? Ah.
Oh ja. Hier sieht's evil aus. Oh, fuck. Jetzt ist mir die Hand eingeschlafen, die linke. Ich muss die Tastatur mal zurückmachen. Ey, Mann, ich werde echt alt. Verdammt. Ich brauche so einen Silikonstreifen, wo ich da Arm drauflegen kann. Dass mir die Nerven nicht einklemmen. So weit ist es schon. Oder ich muss aufhören, immer mehr abzunehmen, dass ich wieder mein eigenes Silikonkissen am Arm habe. Ah, die Dusche? Nee. Frachtschiff und Flugzeugabstürze. Ah, ja. Kapaltunnel. Solltest du mal drauf achten. Ja, nee, ich sitz. Sieht man das? Vielleicht sogar der Abdruck? Nee. Hier so auf der Kante vom Schreibtisch. Da habe ich mir die Nerven eingeklemmt gerade. So. Geh mal ein bisschen weiter zurück mit der Tastatur. Und dann geht das. So. Weiter geht's. FBI, open up! Passt gut jetzt gerade. Kann ich open? Oh. Hallo, FBI, open up. Okay, müssen wir reinkrabbeln. Ah. Mit welchen Objekten soll ich interagieren? Mit diesen. Ah. Ich dachte, das wäre das Gitter von dem anderen Tunnel. Alter, die Steuerung. Herzinfarkt wird's gruselig. Das kann doch nicht aus sein. Also wenn ich anfange komisch zu reden, sag mir Bescheid. Aber es, also, ist wirklich schön gemacht grafisch, ne? Kann man mal nichts sagen. Dafür, dass es so ein Billigspiel ist, ich würde schon fast sagen, ein Indie-Game. Ist das aber schon ziemlich geil. Wobei ich eh sagen muss, guck mal, das Metall. Wobei ich eh sagen muss, die Indie-Hersteller sind irgendwie auf dem Vormarsch, ne? Die AAA-Studios, die machen einfach immer nach Schema F, bla bla bla. Aber diese Indie-Studios sind oft eine Überraschung, wie Hellblade damals. Da hat ja keiner mit gerechnet. Merken wir den Unterschied? Es ist schwer zu sagen, tatsächlich. Nur am Bart, der zuckt anders. Heute ohne Gummi im Bart. H will atmen. Psst, clear it. Guys, over here. Jesus. Over here. You alright? Only way you've seen a ghost. Who's making that noise? Gibbo. He's making that racket. We should be no find him. Help him. No, I recommend that. What does that mean? It means he's no alright. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das Mann oder Frau ist, ne? Ich wollte doch kein Kondom über den Ziegenbart ziehen. Ja, genau. You mean out here? As in out here with me? Aye, that's exactly what I mean. Oh, that's just fucking brilliant. You seen anyone else? I just got here. Oh, ist eine Frau, oder? Back to accommodation. Listen, you'll have to get through the water tanks to get up to accommodation. And quiet, like. Gotta go all the way up there. Jesus. What about Gibble? Finley klingt halt auch nichtssagend. Ja, genau, eben. I'm not arguing. Cuz. Aber da schottische Frauen. Careful, eh? Hey, you know. Ich muss den Satz nicht beenden. Also, es könnte Mann oder Frau sein. So, schauen wir in die Augen, Kleines. Hängen da ein paar Tüten? Könnte sein, ne? Aber. Ja, es könnten halt auch Männertüten sein. Dive Deck. Fucking thing's locked. Schwierig, ne? Deswegen verkehren die dann mehr mit Schafen. Exactement. Exactement. Und als sie so viele Dinge in den Darm reingesteckt haben, haben die sich gedacht, oh.
machen wir ein Gericht draus und nennen es Haggis. Oh. Geräusche. Oh, und ich habe wieder Hallus. Okay. Ja? What the fuck? Das ist doch der Blob. Das ist das Ding in der Hupen. Oder Schwester, Bruder. Ist dann immer die Frage, wessen Darm das war. Ja. Ah. Exit. Fuck! Ach, hol doch nicht rum. Was ist denn hier? Schon wieder. Komische Vignetten. Wolltest du mich erschrecken? Muss ich da lang? Ich muss da lang. Also gehe ich, glaube ich, mal da hoch. Auch wenn es hier eigentlich kein Loot gibt. Oh. Das war Mary. Bloody Mary. Okay. Let's get down. Hui. Ne, da lang. Alle schöne Passagen für Verfolgungen, ja. Das erinnert mich irgendwie an Alien. Wie hieß das Spiel? Das war ja geil. Das war richtig geil, auf der 360. Nee, auf der One war das schon. Oh. Wo das Spiel dir über Kinect zugehört hat. Und wenn du gehustet hast oder geräuspert oder irgendwas, dann hat das Alien dich gehört und hat dich sofort getötet. Bis ich das mal kapiert habe, ne? Habe ich mir gedacht, wie kann das sein, dass das Vieh mich jetzt gefunden hat? Wer hat denn das verdrahtet? Alter, das nimmt hier noch keiner ab. Ja, genau. War doch nicht noch ein Rad, oder? Da drin? Nee. Tür. Oder ein Freddy im Traum, genau. The Robot England. Da oben. Erkläre mir dies. Ah, guck mal, eine Treppe. Alter. Pussy. Mal sehen, wann er sie sieht. Die. Achso, die. Du hast sie vorher schon gesehen. Einmal blö. Halt. So. Schluss mit dem Krach. Kommen wir denn da hin? Hui. Wollte jemand durch. Die ist kaputt. Schon als du das erste Rad gedreht hattest.
Ja, aber ich kenne das. Wenn man zuguckt, da achtet man auf ganz andere Dinge, als wenn man da jetzt rumläuft und eigentlich nur den Fokus im Blick hat. Was da denn? Ein Eimer irgendwas, der jetzt runterfällt. Okay, Sound ist auch gut. Da krabbelt er rum. Ah, guck mal hier. Water tanks. Exit to Eckham. Okay,